Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video unserer Reihe Biblische Wahrheiten für die Jüngerschaft. Und heute habe ich dieses Foto auf der Seite 92. Wenn der Teufel oder wenn Satan wettert. Ich blende es euch wieder oben ein. Ja, wie soll ich sagen, der Feind, der kann auf zweierlei Weise probieren, uns zu erschüttern. Und zwar das Klassische, was wir kennen, wenn wir auf einem guten Weg sind und er probiert uns irgendwie von diesem Weg abzubringen. Wie wir es ja auch im Garten Eden schon hatten, geschieht das meistens, indem er probiert, uns irgendwie unzufrieden zu machen. Also da könnt ihr mal vielleicht drauf achten. Also indem er probiert, in Frage zu stellen, dass alles bereits da ist, dass wir alles haben, dass für uns vollumfänglich gesorgt ist. Das probiert er meist durch Fragen und durch Manipulation oder nee, eigentlich ist es gar keine, will ich jetzt gar nicht sagen, Manipulation der Sinne, sondern er greift nur auf das zurück, was in uns drin ist. Also so wie wir dann gestrickt sind im Fleisch, das packt er zum Teil über die Augen, ja, über die Ohren, über das Fühlen, über das Riechen, über das Schmecken. Und wie das eben auch in der Natur so ist. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, die Balzrituale vom Pfau oder von anderen Vögeln, wie das vonstatten geht, ja, da werden Gerüche ausgeschüttet, auf die dann das Weibchen reagiert zum Beispiel. Also ich finde, das sind einfach schöne Beispiele für diese inneren Begierden, die in uns sind. Und so kann der Feind, der weiß das ja auch alles, eben uns da packen und kann probieren, eine gewisse Unzufriedenheit in uns hervorzurufen, um uns von irgendwas wegzulocken oder um uns auch Wahrheiten kaputt zu machen. Er ist da gar nicht so, es steht zwar in der Bibel, dass er da sehr listig ist, aber ich glaube, er ist einfallsreich. Also ich kann immer nur wieder sagen, die Art und Weise ist doch irgendwie die gleiche. Also es ist etwas in uns drin, das sehnt sich nach irgendetwas und der Teufel kommt und macht ein Angebot. So war es auch schon eben in der Wüste bei Jesus. Er hatte Hunger und der Teufel kam und sagt, wenn du Hunger hast, dann mach doch aus diesem Stein ein Brot. Also er greift auf verschiedene Bedürfnisse zurück, auf verschiedene Begierden in uns, aber auch unseren Stolz zum Beispiel, eben immer nach diesem Streben nach mehr. Und da wird er uns immer irgendwie packen. Also es ist gar nicht so unvorhersehbar. Was anderes ist es zum Beispiel, wenn es so was wie eine heilige Unzufriedenheit gibt, so will ich es mal nennen. Also wenn man einfach merkt, Gott hat einem was aufs Herz gegeben, wo es hingehen soll, eine Richtung zum Beispiel, da wird er dann halt auch probieren, das irgendwie in Frage zu stellen oder eben kaputt zu machen. Also das ist, glaube ich, so der Klassiker. Er will was Gutes einreißen, also er will etwas. Wenn er will eine Hoffnung, die wir haben oder eben eine Zuversicht oder eigentlich irgendwie wirklich so einen tiefen Glauben oder ein tiefes Wissen, dass Gott sich um die Dinge kümmert, will er irgendwie einreißen, um uns dann halt eben auf den falschen Weg zu bringen oder einfach uns kurzzeitig vielleicht mal auszunocken. Vielleicht ist einfach noch zu sagen, der in uns wohnt, ist stärker als der in der Welt ist. Auch nochmal ganz wichtige Sache. Der Heilige Geist lebt in uns. Christus lebt jetzt in uns und er ist stärker als der in der Welt ist. Doch wie oft machen wir den Teufel größer als das, was in uns ist? Und deswegen habe ich auch so ein bisschen mein Problem mit Lehren, die diese Größe Gottes zwar irgendwie verkündigen für das ewige Leben und erzählen, was Jesus am Kreuz alles getan hat, aber irgendwie verhindern oder vermeiden, über diese Kraft zu sprechen, die hier in der Welt einfach schon, also wie Gott in der Welt hier schon wirkt, weil Christus in uns lebt, weil wir ihm unser Leben übergeben haben.
Ich habe die letzten Tage, ich habe es ja schon mal gesagt, das hat mich jetzt echt über Tage beschäftigt. Ich glaube, heute kann ich schon mal drüber reden. Ich glaube, dass ich da irgendwann auch mal was intensiver machen soll. Habe ich aber jetzt nicht auf dem Herzen. Aber das, was ich so die letzten 3, 4 Tage jetzt, womit ich mich beschäftigt habe, hat mir doch was gezeigt. Und zwar, ich habe es im anderen Beitrag schon gesagt, ich habe mich viel mit Kirchengeschichte beschäftigt in den letzten Tagen, habe einiges darüber gelesen und gesehen und ich bin ja schon auch mal gefragt worden, die Apokryphen, die es eben in der Lutherbibel zum Beispiel gibt, also die habe ich hier, ich weiß noch, dass ziemlich zu Beginn, ich weiß nicht, 2018 oder 2019, hat dann eine frische Glaubensschwester mir irgendwas geschrieben aus Jesus Sirach und ich habe gedacht, hä, Jesus Sirach? Also ich hatte irgendwie so den Eindruck, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade so gut ist. Ich wusste überhaupt nicht, was das für ein Buch ist. In meiner Bibel war es nicht drin und habe dann über Google natürlich herausgefunden, dass das etwas ist, was man einfach, was hinzugefügt worden ist in der evangelischen Fassung oder Makkabäer, glaube ich. Also ich habe diese Briefe auch noch nicht gelesen, aber auch Jesus Sirach nicht gelesen. Ich hatte damals den Eindruck, ich soll das nicht tun. Und dann bin ich immer mal gefragt worden, was hältst du vom Thomas-Evangelium oder Barnabas oder es gibt ja auch verschiedene Schriften von Luther. Und ich habe bisher nie das Bedürfnis gehabt, da reinzugucken. Für mich war einfach die Bibel, so wie sie zusammengestellt ist, einfach perfekt. Also in der perfekten Art und Weise. Und ich habe auch den Glauben, also das ist mein Glaube, dass wenn Gott nicht gewollt hätte, dass die Schriften so zusammengestellt worden sind, wie sie zusammengestellt worden sind, dann hätte er das verhindert. Und dennoch bringt es ja quasi so ein bisschen Zweifel mit sich, dass man sagt, okay, wer hat das denn zusammengestellt? Wer war das denn? Und vielleicht gibt es ja da doch etwas. Und so bin ich dann die letzten Tage, habe ich mich damit beschäftigt und habe von einem Theologen ein paar, wie ich finde, sehr gute Videos über Kirchengeschichte gesehen. Und fand es auch alles total spannend, habe das dann alles wirken lassen, habe das ins Gebet gegeben. Und dieser Theologe hat eben auch Schriften empfohlen aus der frühchristlichen Zeit. Er hat also uns gesagt, oder er hat erzählt, dass er sich eben orientiert, auch ist, glaube ich, auch Pfarrer, Pastor. Um zu wissen, wie die frühen Christen gelebt haben, macht es einfach Sinn, sich frühchristliche Schriften anzuschauen, wo quasi eine dritte Generation doch noch irgendwie die Apostel miterlebt haben. Also zum Beispiel gibt es dann Briefe des Clemens an die Gemeinden in Korinth oder Barnabasbrief. Und ich habe das erstmal stehen lassen. Ich wusste, wo ich diese Briefe finden kann, habe dann erstmal darüber gebetet, ob ich das überhaupt tun soll. Und hatte den Eindruck, der Herr sagte mir, ob du jetzt ein Buch liest von irgendeinem Prediger, das er geschrieben hat, aus dem 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert, oder ob du frühchristliche Schriften liest. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du die Heilige Schrift kennst, dass du die Bibel kennst. Also das war so seine Antwort auf mein Gebet, sagte, weil dann kannst du das einordnen. Und das wurde mir dann plötzlich logisch, dass man auch da einfach darauf achten muss, was ist die Nummer eins und was ist irgendwie ergänzend. Und für mich ist einfach die Bibel, ist für mich die Nummer eins. Und alles andere ist quasi ergänzend. Und wenn das nicht in den Kontext der Bibel passt, dann ist das für mich einfach nichts, auf was ich baue. Und jetzt war bei diesem Theologen, der hat eben darüber gesprochen und ich habe da eifrig zugehört. Wie gesagt, das ging jetzt so über 3, 4 Tage oder ein paar Tage länger, war ich jetzt gar nicht, vielleicht eine Woche. Und ich habe das dann immer abends auch so ins Gebet gegeben oder habe mir zu meinen Notizen direkt mein Gebet aufgeschrieben. Vater, stimmt das so? Hast du mir dazu was zu sagen? Ist das so? Kann ich das lesen? Ist das gefährlich? Soll ich mich davon fernhalten? All solche Gebete habe ich dann in meine Notizen geschrieben. Und habe dann gewusst, der Heilige Geist wird mich schon lenken und er wird mir Dinge offenbaren. Was dann auch so geschehen ist, also ich hatte dann den Eindruck,
Also es gibt dann, ich weiß jetzt gar nicht die lateinischen Begriffe dazu, es gibt dann so verschiedene Schriften und ich habe das mir schon irgendwie bei Amazon in den Warenkorb gelegt, habe aber noch nichts bestellt, habe gesagt, Herr, du musst mir zeigen, ob ich mich damit überhaupt beschäftigen soll und wie weit und habe das also stehen lassen. Und es gibt viele dieser Schriften eben auch online, kann man die anschauen, meistens in irgendwelchen... Ja, bei irgendwelchen Universitäten, also es sind irgendwie freie Schriften auch, aus den ersten, würde ich jetzt mal sagen, 2, 3 Jahrhunderten, also nach den Aposteln, und regen durchaus zum Nachdenken an, so hat es der Theologe gesagt. Ich habe dem jetzt also erstmal nicht vertraut, habe gebetet und hatte dann den Eindruck, dass man das durchaus lesen kann, aber dass das natürlich fatal ist, wenn man die Bibel an sich eben nicht kennt. Also wenn man sich dann an solchen Schriften orientiert. Und das war auch etwas, also es passt schon zu unserem Thema heute. Ich weiß schon so, worauf ich so hinauskommen soll. Also aber irgendwie soll ich das erzählen. Ich habe also dann dem Theologen weiter zugehört und was der Herr mir dann gezeigt hat, war ein Fokus. Ja, er hat mir gezeigt, guck mal, der Fokus liegt irgendwo mehr auf dem ethischen Bereich. Also wie wir uns verhalten sollen oder wie die ersten Christen gelebt haben, wie sie miteinander umgegangen sind, was sie getan haben, ob sie Geld hatten oder nicht Geld hatten, wie sie als Märtyrer gestorben sind und so weiter. Also das war so das Erste, was er mir gezeigt hat. Guck, es geht viel darum, wie wir als Christen leben. Also wie wir uns verhalten, wie wir ein vorbildliches Leben führen. Und ich habe auch das dann dem Herrn hingelegt und dann irgendwie 1, 2 Tage später hatte ich dann den Eindruck, mir über 200, also ein PDF mit über 200 Seiten, wo eben diese Schriften auch drin sind, auch unter anderem diese Briefe des Klemens an die Gemeinde in Korinth und auch Barnabas und andere Schriften, auch von Märtyrern dann, die erzählt haben. Und ich hatte dann den Eindruck, ich kann da drin einfach mal überlesen, also nicht im Detail lesen, also bestimmte Passagen, wo ich den Eindruck hatte, die soll ich lesen, die habe ich dann auch gelesen. Andere Sachen habe ich nur überflogen und habe dann den Heiligen Geist gebeten, er möge mir Weisheit und Erkenntnis schenken. Und die kam, brach dann heute Morgen so durch, als ich im Bad war, dass ich habe es in einem Mittwochvideo, das kommt allerdings erst, es ist schon online in dem Bereich 2022. Wenn ihr wollt, könnt ihr da schon reingucken, aber ich werde es per E-Mail erst in 2 Wochen ankündigen oder 3 Wochen Ende Februar. Habe es aber trotzdem schon online gestellt. Das ist das Rennfahrervideo. Da habe ich kurz darüber gesprochen schon, dass ich mich mit Kirchengeschichte gerade beschäftige und das ist eben... Dass eben 300 nach Christus es eben in diese anerkannte Religion ging, das Christentum als anerkannte Religion und darauf springen eben viele. Und der Herr hatte mir da schon gezeigt, als ich dieses Video gemacht habe, guck, darum geht es nicht. Ja? Es geht darum, es gibt eben die Juden, Gottes heiliges Volk. Es gibt eben die, wenn ich es mal so sagen will, die bekehrten Juden, ja, die Christus angenommen haben als ihren Messias, also die jüdischen Christen. Und es gibt die Heidenchristen, also diejenigen, die eben nicht zu Gottes Volk gehört haben und die aber trotzdem in diesen Bund eingetreten sind, weil sie Christus angenommen haben. Und das ist eben die Basis. Und darauf soll ich schauen. Das war so vor ein paar Tagen und dann habe ich dann eben gestern Abend in diese Schriften reingeschaut und was mich so, also manches war tatsächlich auch so wie Paulus, wie wir es von Paulus kennen an die Korinther. Eine Sache war ganz interessant, wo es dann um die Frauen auch ging und ich dann aber das hingegeben habe und hatte auch nicht so den Impuls, das irgendwie zu lesen. Also wenn man den Götzen Intelligenz hat, dann neigt man, glaube ich, dazu, das alles auch irgendwie wissen zu wollen. Und das habe ich nicht. Also ich habe diesen Götzen Intelligenz oder Wissen nicht. Das ist mir egal. Deswegen lese ich auch keine, weiß ich nicht, Bibelkommentare oder solche Dinge. Es sei denn, der Herr lenkt mich mal zu etwas, aber ich habe das nicht, dass ich da meine, ich müsste jetzt Theologie studieren oder ich brauche da einen Titel oder. Also ich habe diesen Götzen nicht.
Und deshalb glaube ich, bin ich da auch gut dann geleitet vom Geist. Wenn der Geist mir das nicht zeigt, dann lese ich es auch nicht. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass ich dann was verpasse oder dass ich was vermisse oder dass mir da was vorenthalten wird. Denn das, was ja wirklich von Gott ist, die Heilige Schrift ist von Gott eingegeben, das lese ich ja sehr gerne. Also da werde ich ja auch gedrängt vom Geist. Und heute, also gestern Abend, hatte ich dann den Eindruck, dass da stimmen bestimmte Dinge einfach nicht. Und oder ich habe so den Eindruck, irgendwie, es zieht mich nicht, das zu lesen. Und heute Morgen kam dann wirklich so eine Offenbarung durch, dachte ich, stimmt, das kann man tatsächlich beobachten. In den Schriften, zumindest das, was ich überflogen gelesen habe, dass es viel darum geht, wie wir als Christen leben. Also unser Lebensstil, ja, die Art, wie die Christen gelebt haben, wie sie sich anders verhalten haben, wie sie eben Vorbilder waren, was ja auch alles richtig ist, das Salz und das Licht der Erde zu sein. Aber zumindest die Teile, von denen ich den Eindruck hatte, ich soll sie lesen, und über andere bin ich ja nur drüber geflogen, konnte ich nichts von der Kraft Gottes finden. Also von der Leitung wirklich durch den Heiligen Geist, von den Verheißungen, von dem Segen. Das finde ich irgendwie eben in der Bibel, so wie sie zusammengestellt ist. Und das hat mit mir was gemacht. Und ich habe gedacht, Mensch, das ist doch irgendwie interessant, dass wir in der Bibel eben Briefe haben, wirklich der ersten Apostel. Und dann in diesen spät- oder frühchristlichen Schriften, wenn man sie mal so nennt, dann sind das schon auch Augenzeugenberichten, also zum Teil auch von einem Statthalter, der zu dieser Zeit gelebt hat, der dann darüber geschrieben hat, er hat jetzt hier Christen, ja, und wegen was soll er sie denn jetzt anklagen oder verurteilen? Einfach nur, weil sie sagen, dass sie Christen sind oder weil sie irgendwie irgendwas gemacht haben oder nicht gemacht haben. Also, das sind eben solche frühchristlichen Schriften. Und der Herr hat mir gezeigt, hat mir gesagt, das ist nicht alles falsch. Also, das sind ja Beobachtungen. Er hat mir das so gezeigt, hat gesagt, guck mal, also mein Papa, mein leiblicher Vater, der ist 1941 geboren gewesen, also lebt nicht mehr, also im Krieg geboren. Und wenn man ihn jetzt quasi gefragt hätte, oder kennt ihr ja auch vielleicht von euren Großeltern, also so diese Generation, die das irgendwie noch miterlebt hat, zum Teil als Erwachsene oder zum Teil auch als Kinder, und auch diese Nachkriegszeit, die Hitler erlebt haben, wisst ihr, es ist für uns ganz selbstverständlich, so hat der Herr mir gezeigt, es ist für euch ganz selbstverständlich, dass wenn eure Großeltern euch die Dinge erzählen von damals oder vielleicht erzählen, wie sie Hitler erlebt haben, weil er im Auto an ihnen vorbeigefahren ist oder wie auch immer, dann ist es für euch selbstverständlich, dass ihr ihnen glaubt. Und das war so ein Punkt, wo ich einfach wusste, heute Morgen auch, hey, die Bibel, dieses Argument, ja, sie ist von Menschen geschrieben, das ist einfach das gänzlich schlechteste Argument, was man haben kann, dass die Bibel einfach nicht richtig ist, sondern es sind ja Schriften, ja, es sind ja einfach Briefe, die Paulus geschrieben hat. Und ich habe eben jetzt die letzten Tage, hat sich bei mir, ich habe ja selbst ein bisschen an mir gezweifelt. Ich bin ja auch harsch angegangen worden, ja, von dem einen oder anderen in Bezug auf Gemeinde, aber auch in Bezug auf andere Videos, die ich gemacht habe, von denen ich den Eindruck da hatte, ich soll sie machen, um Beobachtungen zu schildern, nicht um Menschen zu verurteilen, sondern um Beobachtungen zu schildern, dass ich da, also was ja auch der Wahrheit entsprach, also da bin ich schon sehr besonnen, gerade wenn ich merke, dass der Herr sagt, ich soll solche Dinge erzählen, dass ich dann wirklich besonnen bin, dass ich da nichts verdrehe und dass ich da wirklich auch es schildere, wie es war. Aber da bin ich ganz harsch schon angegangen worden, gerade jetzt in der letzten Zeit oder in den letzten Wochen. Und das hat mich dann so ein bisschen selbst ins Zweifeln gebracht. Und ich habe mich gefragt, okay, bin ich wirklich so auf dem richtigen Weg? Ja, soll ich wirklich diesen Dienst machen? Ist es richtig, worüber ich glaube, dass ich sprechen soll? Oder bin ich da jetzt einfach moralisch ein ganz schlechter Mensch, weil ich diese Dinge erzähle?
Und so kam ich halt selber da einfach auf diesen Weg, mich dann eben nochmal wirklich mit den Christen zu beschäftigen, mit den ersten Christen, und konnte dann dort tatsächlich eben feststellen, wie ich es auch in diesem einen Video, ich nenne es jetzt mal das Rennfahrer-Video, wie ich da gesagt habe, dass eben wir diese Urchristen hatten, ja, die Apostel, die wirklich mit Jesus gingen, von denen wir die Briefe in der Bibel haben. Und dann eben eine Zeit nach ihnen, also Menschen, die auch die Apostel noch erlebt haben. Aber die Frage ist ja auch dann schon, wisst ihr, ab dem Moment, wie bei diesem Prinzip stille Post, ab dem Moment, wo es schon in die zweite, dritte, vierte Hand geht, bleibt immer etwas auf der Strecke. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, ich glaube, es war 2019. Müsst ihr mal vielleicht im Mitgliederbereich gucken. Es geht, es irgendwie das für die stille Post. Also, es irgendwann habe ich da einfach, ich habe auch da ein Video gezeigt. Wisst ihr, kennt ihr vielleicht schon früher noch, ja, man flüstert jemandem was ins Ohr und der flüstert weiter und der flüstert weiter und der flüstert weiter. Und dann kommt hinterher etwas raus, was einfach nicht so ist. Und das ist etwas, das habe ich jetzt die letzten paar Tage, hatte ich den Eindruck, das habe ich jetzt verstanden, dass ich da gar nicht so verkehrt war mit dem, was ich ja erstmal nur vom Geist hatte, ohne irgendwie das theologisch oder wie auch immer belegen zu können, dass da was in den Gemeinden nicht stimmt, war für mich jetzt doch so, dass der Herr mir das gezeigt hat und dass ich gesehen habe, hey, irgendwo ist diese Kraft Gottes auch da schon ein Stück verloren gegangen. Und man hat sich dann eben darauf konzentriert, wie verhalten wir uns richtig? Was macht einen guten Christen aus? Und das ist das, was wir jetzt heute ja auch einfach so haben, ja, in den Kirchen und Gemeinden. Und das war dann auch, zumindest die Sachen, die ich jetzt so gestern gelesen oder überflogen habe, habe ich dann eben diese Dinge auch in diesen Briefen gelesen, aber zum Beispiel von dem Überfluss, ja, dass eben im Johannesevangelium steht, ja, dass Jesus gekommen ist, um uns in Überfluss zu bringen, dass eben im Philipperbrief, in den Korintherbriefen, wenn uns davon gesprochen wird, welche Kraft uns geschenkt worden ist mit dem Geist Gottes, das konnte ich da schon nicht mehr so finden. Wobei ja der Geist da ist und er sich ja auch, fand ich auch diese Aussage dieses Theologen ganz gut, den gesagt hat, durch alle Gemeinden oder Kirchen hindurch hat sich der Geist weiterhin, ist der da durchgesickert. Und Luther ist dann aufgestanden und hat uns die Bibel so gebracht. Ich glaube, dass das sein Auftrag war, damit eben, habe ich jetzt ja auch gelernt bei Kirchengeschichte, in anderen Ländern war das schon so, dass man die Bibel dort in deren Sprache hatte, bei uns eben nicht. Und ich glaube, dass Gott, ich persönlich glaube, dass Gott Luther da auserwählt hat. Ganz spannend dazu fand ich noch, dass ich jetzt gelernt habe, dass es 100 Jahre vor Luther einen Jan Hus gab, der auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden ist, und Hus, der Nachname, kommt irgendwo scheinbar von Gans, und man sagt nach, ob das so stimmt, weiß ich nicht, also das, was man nachlesen kann, dass Jan Hus auf dem Scheiterhaufen wohl gesagt haben soll, heute bratet ihr einen Gans, aber in 100 Jahren wird ein Schwan kommen. Also Luther hat das dann wohl eben weitergeführt, was Jan Hus da auch angefangen hat. Also was ich in allem gesehen habe, ist, dass Gott sein Reich aufrichtet. Also durch alles hindurch und auch durch die Versuche des Teufels, irgendwie den Menschen diese Kraft abzusagen und das Leben im Geist und diese Herrlichkeit, die wir mitbekommen haben. Da habe ich dann doch so auch den Eindruck gewonnen nach dieser Woche Studium oder 4 Tage, 5, ich weiß jetzt nicht, wie lang es war, aber es war intensiv. Da habe ich dann doch den Eindruck gewonnen, Mensch, da ist doch schon einiges bereits direkt in der ersten Generation verloren gegangen. Und dennoch sieht man es als frühchristlich an. Man sieht aber dann das Verhalten der Menschen, also wie wir uns als Christen verhalten, was ja auch ein Teil ist. Auch das habe ich so den Eindruck, heute noch mal zu sagen. Denn das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Ich habe ein bisschen ein Problem damit, wenn ich über diese Dinge spreche, gibt es immer einige, die sich dann angegriffen fühlen, die sich unter Druck gesetzt fühlen, die das Gefühl haben, sie schaffen das alles nicht und sie können das alles nicht halten und sie fallen in die Werksgerechtigkeit.
Aber heute habe ich auch den Eindruck, habe ich auch so ins Gebet gebracht. Da habe ich heute, ja, Herr, soll ich da jetzt halt gar nicht mehr drüber reden? Ja, das ist doch nicht richtig. Denn dieser ethische Blick, wie wir als Christen uns gut verhalten, das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Also, das ist natürlich absolut richtig, dass wir darüber reden. Und das sollte niemanden verurteilen. Ja, ich beobachte eher eine Tendenz, ähnlich wie die eben im Garten Eden, ja, passt zu dem Thema hier. Wie weit kann ich denn gehen? Ja, also, was ist denn in Gottes Augen noch in Ordnung? Und ich glaube, das sind einfach die komplett falschen Fragen. Also, wenn ich mich frage, was ist in Gottes Augen noch irgendwie tolerierbar, dann muss ich mich fragen, wie wichtig ist mir Gottes Wort? Weil dann suche ich ja diese Grauzone, wie weit ich mich noch von Gott entfernen kann, um irgendwie noch safe zu sein, ja? Und da muss man, wenn man es biblisch sieht, sagen, wer neu geboren ist, der kann sich ziemlich weit von Gott entfernt haben oder ist safe, weil er muss nicht mehr mit Strafe rechnen. Aber ein wahrhaft wiedergeborener Christ, der denkt über solche Sachen überhaupt nicht nach, wie weit er denn sich noch von Gott entfernen kann, dass es noch okay ist, ja. Sondern ein wahrhaft wiedergeborener Christ liest die Schrift und will wissen, was ist ein vor Gott wohlgefälliges Verhalten? Was ist das, was Gott von mir will? Was ist sein Standard? Was ist das, was er sich von mir wünscht? Und wie er möchte, dass ich einfach ethisch korrekt lebe. Das ist, auch wenn ich das vielleicht eben nicht immer hinbekomme, muss ich mich dann nicht verrückt machen. Aber was ich einfach sehe, ist so eine Tendenz. Wie weit kann ich denn da irgendwie noch gehen? Und das ist einfach etwas, da muss man, da sage ich, das ist ein dämonischer Einfluss, weil es quasi, ja, Gottes Wort irgendwie weichspült, ja? Und bei den frühen Christen, also zumindest die Sachen, die ich gelesen oder überflogen habe, an Schriften außerhalb des Wortes, also für mir hat es jetzt genügt, ja, ich muss da jetzt nicht mehr, ja, vielleicht schaue ich doch mal in die Lutherbibel rein und guck mal, ich weiß jetzt gar nicht, Makkabäer, glaube ich, heißen die Briefe, bin jetzt gar nicht so, oder irgendwas mit M und E. Vielleicht schaue ich da mal rein, weil da habe ich jetzt gelernt, dass das einfach jüdische Schriften waren. Aber ich habe da jetzt nicht den Eindruck. Ich habe, wie gesagt, ich habe die Apokryphen nicht gelesen. Ich habe einmal in Jesus Sirach reingeschaut. Da ging es irgendwie, habe ich gedacht, na, ist ganz nett, kann man halt mal lesen, wie wenn man halt ein Buch liest. Aber es sollte nicht der Maßstab sein, ja, sondern eben die Heilige Schrift. Und das war für mich war das Ganze eine Bestätigung, dass ich die Bibel, so wie sie zusammengestellt ist, wie ich jetzt hier meine Schlachterbibel liegen habe, oder Luther oder wie auch immer, ja, ob das eine gute Nachricht ist von den Briefen her, dass so wie sie da zusammengestellt ist, war für mich einfach die Bestätigung, dass Gott hier seine Hand im Spiel hat, weil hier wir immer noch auch von dem großen Segen und von der Macht und von der Kraft Gottes reden, während halt diese anderen Schriften doch auch sehr in diese Verfolgungen hineingehen, ja, in diesen Märtyrertod und also diese Dinge. Und ich habe ja da auch mal ein Video gemacht, wiederholt sich die Geschichte, auch ein sehr kritisches Video, hat mich sicher nicht jeder dafür gemocht, aber einfach mal in Gedanken gebracht, wisst ihr, hat Gott mir aufgetragen, als Märtyrer zu sterben? Also vielleicht sind wirklich auch einige als Märtyrer gestorben, weil sie es für besonders fromm hielten. Und ich habe gerade gestern eine Predigt gehört von einem Gläubigen, der auch radikal bekehrt worden ist, der zwar schon immer gläubig wurde, aber dann eine ganz, ganz finstere Zeit hatte. Und das hatte irgendwie im Herzen mal wieder was von ihm anzuhören, habe ich auch angehört. Und er hat in seiner Predigt was Gutes gesagt. Es ging dort auch um Finanzen und Dienen. Und er hat dann Paulus zum Beispiel genommen, dass Paulus gesagt hat, dass er ja, also hat ja quasi, war Zeltbauer oder hat geholfen, Zelte zu bauen, weil er Zeltmacher war. Und dann eben Christen sich einfach diese Bibelstelle herausnehmen, um zu sagen, da geht wieder meine Stimme weg, ist einfach wieder interessant. Scheint eine wichtige Stelle zu sein.
kenne ich schon von früher. Und man diese Stelle nimmt und den Menschen quasi sagt, dass jemand, der im Vollzeitdienst ist, der macht das ja alles umsonst und er gibt umsonst weiter, was er umsonst empfangen hat. Ja, das tue ich auch. Gott hat mir den Satz gegeben, erwarte nichts in Klammer von den Menschen oder rechne mit nichts in Klammer von den Menschen, erwarte von mir, Gott, alles. Also ich tue diesen Dienst, ob einer zuhört, ob 100 zuhören oder ob 10.000 zuhören, weil ich diesen Dienst tun muss, weil ich den Eindruck habe, ich soll das tun. Und das ist alles richtig, aber man hat eben da einfach viele Dinge aus dem Kontext genommen. Und dann hat dieser junge Prediger einen Satz gesagt, der gesagt hat, manchmal könnte man meinen, die Leute wollten dann heiliger wie Paulus sein. Wo ich auch schon gesagt habe, manche denken, sie müssen heiliger wie Christus sein. Also wo begeben wir uns selbst einfach, weil wir glauben, wir müssen jetzt irgendwie super heilig sein, ja, wir müssen es jetzt genauso gut machen wie Paulus oder noch besser, obwohl Gott uns das gar nicht zumutet. Also ich glaube, wenn jemand einen Märtyrertod stirbt, auch wenn jemand kriegt immer wieder, gerade wieder eine Glaubensschwester, die gesagt hat, ich habe Angst, dass Krieg kommt und ich meine wieder, ich müsste Sachen kaufen. Wisst ihr, ich kann dazu nur eins sagen, wenn Gott es für jemanden vorgesehen hat, dass er in diese Verfolgung geht oder dass er in ein Land geht, wo er verfolgt wird oder auch einen Märtyrertod stirbt oder ins Gefängnis geht, dann weiß ich, davon bin ich absolut überzeugt, dann hat Gott ihm auch die Gnade dazu gegeben. Ja, dann hat Gott ihm auch die Gnade dazu gegeben, das durchzustehen und in dieser Bedrängnis oder diese Verfolgung auch noch Freude zu haben. Das hat Gott ihm dann gegeben. Genau wie, ich habe ja dieses Video gemacht, wo ich eben über die Christin gesprochen habe, ein Mittwochsvideo. Und mit der ich da eben Kontakt hatte. Und sie hat mich total angeklagt damals. Sie hat 2018. Sie hat gesagt, Claudia, das ist nicht richtig. Du hast eine Tochter und du erzählst, wo du wohnst und da, dich kann man finden. Also all das war so von Angst geprägt. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, ich habe den Eindruck, ich soll den Leuten aus meinem Leben erzählen. Ich habe keine Angst davor, den Leuten aus meinem Leben zu erzählen. Gott hat mir die Gnade gegeben, den Leuten aus meinem Leben zu erzählen. Und ich habe da keine Angst. Ich habe dann mitbekommen in einer Gemeinde, dass dann Satanisten sich auf die, vor die Gemeinde gestellt haben und haben dann eben da irgendwie Fenster beworfen. Also diese Dinge. Ich habe da überhaupt gar keine Angst. Ja, also erstmal, wenn da unten ein Satanist steht und wollte mir Tomaten ans Fenster werfen, müsste er ganz schön hochwerfen. Ich wohne ganz oben. Aber ich habe da, wisst ihr, ich weiß, dass der in mir lebt, größer ist als der da draußen. Draußen in der Welt. Gott hat mir die Gnade dazu gegeben und anderen hat er die Gnade nicht gegeben. Ich habe von Geschwistern gehört, was sie alles über YouTube, was da alles passiert ist und Drohbriefe und alle möglichen Dinge. Ich habe solche Sachen habe ich noch nicht erlebt. Ich sage auch immer, Herr, schlage sie mit Blindheit. Sie sollen mich gar nicht finden. Ich habe schon auch Angriffe bekommen, ja, aber in der Art, wie manche andere das bekommen haben, war es bei mir noch nicht der Fall. Und ich glaube, weil Gott mir dazu die Gnade gegeben hat. Gut, war jetzt nochmal ein Thema am Rande. Also diese Leitung durch den Heiligen Geist, das habe ich so den Eindruck gehabt und die Kraft Gottes. Das ist, sehe ich, habe ich zumindest die. Ich habe ja jetzt nicht alle frühchristlichen Schriften gelesen. Also ich habe dann so zum Beispiel Clemensbrief habe ich mal reingelesen und habe gedacht, na, das sagt ja doch auch das Gleiche wie Paulus, ja, gleiche harte Worte. Aber das, also ich vermisste wirklich die Passagen, die wir von den ersten Aposteln eben als Briefe haben, ja, die insbesondere auch den Heiligen Geist und die Kraft Gottes darüber berichten. Und das fand ich ganz interessant, weil das ist einfach dann auch die Erklärung, für mich war es einfach auch die Erklärung, warum diese ganzen Denominationen, die ja dann eben oben heraus dann schon entstanden sind, warum dort eben zum Teil das einfach so
chaotisch ist, ja, auch wenn man dann halt über die Charismatiker schimpft, ja, wo man dann vielleicht sagt, ja, die nehmen das ja gar nicht ernst mit der Ethik und wie man sich gut verhält und die haben ja nur ihre Dämonenaustreibung im Kopf. Finde ich alles so nicht richtig, dass man so darüber spricht. Weil, ja, sie haben dann vielleicht diesen Bereich überbetont und haben einen Teil vergessen. Also es gleicht dann ja auch eher einer Gegenbewegung, wie an dem kompletten Kontext der ganzen Schrift. Also ich bin ja dafür, dass wir das zusammenbringen. Und doch merke ich, dass gerade wenn ich diese ethischen Sachen bringe oder wenn ich sage, wir sollten uns so und so verhalten oder das und das ist wäre gut, dass wir das so machen, dass ich das dann einige aussteigen und quasi sagen, oh, das ist mir jetzt irgendwie zu viel, das macht mir jetzt irgendwie Druck, ja. Also dann muss man das auch mal hinterfragen. Jetzt kommen wir nämlich zu dem zweiten Punkt, ja. Einmal Satan wettert gegen die Wahrheit, ja, weil er nicht will, dass wir bestimmte Dinge glauben. Er wettert und er probiert, Wahrheiten einzureißen und uns ins Zweifeln zu bringen. Das sind einmal biblische allgemeine Wahrheitenverheißungen. Dazu habe ich ja das Heft geschrieben, was ich im Übrigen auch sehr interessant finde. Ich meine, die Hefte, die werden gedruckt, ja, an den Heften verdiene ich jetzt hier nicht die Welt, ne? Wenn die verkauft werden, die werden verdruckt, die werden versendet, also diese Dinge, das habe ich alles ausgelagert, dass ich mich damit nicht beschäftigen muss. Das heißt, dieses Geld bekommen andere, ja, nicht ich. Es wäre jetzt anders, wenn ich die Sachen selber verschicken würde, permanent, dann würde ich das halt tragen und er hätte da einfach eine größere Spanne. Aber das ist ja nicht das, worum es geht, sondern was ich auch sehe, ist, dass ich diese ganzen Hefte mache, um den Menschen zu helfen und keiner kauft sie. Also da habe ich mich auch schon gefragt, Herr, war das jetzt irgendwie alles nicht von dir, was ich da gemacht habe? Die Leute interessieren sich da überhaupt nicht. Das ist doch, wenn sie doch die Hefte nehmen und wenn sie das nehmen und sie schlagen die Bibelstellen, dann kannst du sie doch lehren die Dinge würden vorankommen. Weil es passiert irgendwie nicht, ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel die letzten 4 Wochen habe ich 3 Bücher verkauft, ja. Also das war einmal, glaube ich, das mit dem Segen, einmal ein Taschenbuch mit den Briefe für dich. Ich glaube und weiß gar nicht, ob eins war, weiß ich nicht, noch ein drittes oder ob das sogar nur ein Notizbuch war, wo ich mir so denke, Herr, was ist dann los, ja? Was ist dann los? Also da kann ja auch mal jeder mal für sich auch noch mal prüfen, inwieweit konsumiere ich irgendwie nur oder wie weit ja an der Oberfläche oder wie weit lasse ich Gott wirklich an mir arbeiten, indem ich in die Schrift gehe und zwar nicht dann eben in Bücher. Meine Bücher sind ja keine klassischen Bücher, ja. Meine Bücher sind einfach eher stichpunktartig Wahrheiten zusammengeschrieben mit Bibelstellen, sodass ihr selber dann ins Wort gehen könnt. Das sind ja jetzt eigentlich keine wirklichen Bücher, für die man, wo ich glaube, dass so viel Unnützes drin steht, sondern ich glaube, es ist doch sehr geballt, ja, sehr geballt, die Wahrheiten gebündelt an einem Platz und dann eben qualitativ man in die Tiefe gehen kann und eben nicht so an der Oberfläche. Aber viele denken, wenn sie viel hören, ja, für andere ist natürlich das Hören gut. Eine Sache hat mich sehr gefreut, da hat eine Glaubensschwester mir geschrieben, dass sie gerade in der Familie jeden Abend den Hebräerbrief machen. Wisst ihr, das würde ich mir auch wünschen, ja, das würde ich mir wünschen, dass ihr diese Sache nehmt und quasi die Hefte nehmt oder eine Audioreihe nehmt oder eine Videoreihe, die ich gemacht habe, dass ihr euch zusammen anhört und dass es eine, wisst ihr, dass ihr dadurch, dass ich einfach die unguten Sachen draußen halt, dass ihr einen Weg habt, auf dem ihr gehen könnt. Es ist anders, wenn man einen Hauskreis macht und jeder guckt einfach Video, wie er guckt. Dann sind welche, die sind eben noch geistlich schwach, andere sind geistlich stärker. Und dann, ich bin jetzt, die Tage bin ich gefragt worden, was ich von der Serie The Chosen halte. Habe ich dann eben auch einen Kommentar abgegeben, dass ich gesagt habe, es ist Fast Food. Entschuldigung, jetzt spucke ich euch an. Ich habe gesagt, für mich ist diese Serie Fast Food. Mir kam sie 2018 schon über den Weg, englischsprachig. Ich habe damals gebetet, hatte den Eindruck, der Heilige Geist sagt, nein, das ist eine Namenschristin, hat mir das empfohlen.
Jetzt kam es wieder. Ich wusste gar nicht, dass es die Serie mittlerweile auf Deutsch gibt. Dann habe ich erst gebetet, hab einfach nur der Person gesagt, weißt du, das und das hat der Heilige Geist mir gesagt. Ob das inhaltlich stimmt, kann ich dir nicht sagen. Ich habe nie eine Folge geschaut. Das ist das, was der Geist mir gegeben hat. Du kannst es besser beurteilen, wenn du was gesehen hast, ob das, was ich jetzt sage, stimmt oder nicht. Ich habe nie eine Folge gesehen. Und hatte dann aber den Eindruck, Mensch, ich schaue da mal kurz rein und werde zu einer Szene geleitet, wo sie Jesus fragen, du sprichst ja Ägyptisch. Und er sagt, ja, ich bin bei den Ägyptern aufgewachsen. Und ich dachte mir so, ja, wofür ist es jetzt wichtig? Ja, wo hilft es jetzt einer Person konkret bei einem Problem, das sie hat, dass sie jetzt dann weiß, dass Jesus Ägyptisch sprach, weil er dort aufgewachsen ist? Das ist für mich Fast Food. Das ist für mich, ich mag dann eher die vier Filme, die Evangelien von Lumo-Projekt, die sind sehr nah am Wort, eigentlich wortwörtlich fast am Wort, mit Szenen unterlegt. Und es kommt die Essenz rüber. Wisst ihr, die Kraft Gottes, die Wahrheit ist. Ja, und so glaube ich, sind die Bücher und die Arbeitshefte, die der Herr mich hat schreiben lassen. Sie sind Leitplanken. Ihr könnt euch daran orientieren. Ihr müsst dann nicht darüber reden, ach, und wie siehst du das Ganze? Und was ist deine Meinung darüber? Und hast du denn mal noch eine andere Predigt darüber gehört? Sondern ihr habt die Dinge, ihr habt die Bibelstellen, ihr habt die Aussagen und ihr könnt ins Wort gehen, ihr könnt nachlesen, ihr könnt den Kontext lesen und ihr könnt schauen, wo spricht der Herr persönlich zu mir und was möchte er von mir? Was soll freigesetzt werden? Es ist einfach effizient. Und ich sehe, dass die Menschen das gar nicht wollen. Und ich frage mich, okay, was ist hier los? Ja, was ist hier los? Aber es ist genau das, Satan wettert. Er will Wahrheit einreißen. Er will die Menschen verwirren. Er will sie beschäftigen. Er will sie permanent irgendwo packen, wo sie vielleicht gerade eine Wahrheit verloren haben. Ja. Zum Beispiel ist mir Hebräer 4,11 über den Weg gelaufen oder 4,11. Seid eifrig bestrebt, in die Ruhe einzugehen. Und ich habe gedacht, Mensch, vor 2 Jahren oder irgendwann habe ich so oft über diesen Bibelvers gesprochen, ich habe gar nicht mehr an ihn gedacht. Der war irgendwie kurz mal verschollen. Und das ist einfach der Feind. Er wird alles daran setzen, wettern, um Wahrheiten kaputt zu machen. Der zweite Punkt ist, warum er wettert. Er will nicht, dass Lügen eingerissen werden. Wenn er es geschafft hat, erfolgreich eine Lüge im Leben eines Christen aufzubauen, dann wird er alles daran setzen, dass diese Lüge nicht eingerissen wird. Und ich bin sehr dankbar, ich werde es jetzt nicht im Detail erzählen, aber ich habe vor 2, 3 Tagen eine Situation gehabt, da hat eine Person, ich halte es jetzt einfach mal allgemein, es reicht, dass die Person weiß, dass es jetzt um sie geht und sie wird den Herrn loben und preisen für das, was passiert ist, das weiß ich. Aber der Herr hat eine Person benutzt, um mir zu schreiben, um mir zu sagen, dass ich das prüfen soll. Und diese Person hätte ganz stark im Herzen gehabt, dass das nicht von Gott ist, was ich da gemacht hätte. Und ich war also so ein bisschen vor den Kopf geschlagen. Ich hatte gerade selbst eine Glaubensprüfung und war dann da herausgefordert und habe es aber direkt dem Herrn gegeben, habe gesagt, Herr, ich kann das wegmachen. Also wenn das jetzt nicht von dir ist, dann sag mir das. Ich weiß genau, da habe ich kein Problem damit. Und so ging das so ein bisschen. Ich habe dann eben geantwortet. Dann hieß es, deine Antwort ist fleischlich. Da dachte ich, okay, haben wir dieses Thema wieder. Dabei war meine Antwort nüchtern. Ich habe also dann gebetet und habe auch den Herrn gefragt, was ich antworten soll und habe das dann gemacht. Und dann war die Sache für mich erledigt. Ich wusste, okay, also nee, das, was ich da gemacht habe, ist biblisch, das ist nichts Falsches. Man kann es so sehen, man kann so sehen. Es ging um Evangelisation. Ja, ich habe gesagt, okay, man kann den Standpunkt vertreten oder den Standpunkt. Also egal, welchen Standpunkt man vertritt, kann man was Gutes daran sehen oder halt eben was Schlechtes daran sehen, wie bei einem Messer, ne?
Und nicht jede Aussage ist für jede Person in der gleichen Situation eben gut und richtig. So habe ich das auch argumentiert und plötzlich brach dann da was durch. Also ich habe dann Jakobus 4,7 live erlebt. Ordnet euch Gott unter, widersteht dem Teufel und er muss fliehen. In dem Leben dieser Person musste der Teufel fliehen. Sie wurde ein, dass die Lüge wurde eingerissen, obwohl das erst echt schien wie ein kurzes Wortgefecht hin und her. Und der Teufel konnte eben nichts tun, er musste gehen, aber diese Person war auch bereit, wirklich sich von Gott auch die Lüge einreißen zu lassen. Und das ist eben so ein Punkt, ja. Wenn der Teufel erfolgreich geschafft hat, eine Lüge aufzubauen, dann ist es ja auch oft so, dass die Leute dann von meinem Kanal weggehen, sie können mich nicht mehr hören, sie können mich nicht mehr sehen, sie werden aggressiv oder dann, keine Ahnung, hängt mein Haar schief oder mein Hintergrund war falsch oder ich habe was komisch formuliert oder wie auch immer. Man findet dann irgendwie einen Grund. Also der Teufel will nicht, dass Lügen eingerissen werden. Und das habe ich zuhauf schon erlebt, insbesondere bei denjenigen, die Gott mir dann persönlich anvertraut hat. Und es war dann immer so, dass es eben diese zwei Möglichkeiten gab. Entweder musste der Teufel fliehen und die Person blieb, oder aber die Person floh mit dem Teufel. So einfach war das. Und die Menschen, die dann auch gegangen sind, da sehe ich auch, dass sie zum Teil weiter denn je in diesen Lügen auch verstrickt sind. Ich kann für sie beten, aber letztendlich muss da jeder einfach, ist es die Hingabe eines jeden selbst. Wer sucht, der findet. Wer weiß hat und Erkenntnis bittet, der wird sie bekommen. Das sagt Gott. Also Gott, Satan wettert. Er will nicht, dass Lügen eingerissen werden. Und das ist, glaube ich, Teil meines Dienstes. Ich bin während eine Glaubensschwester, die hat vom Herrn mal bekommen, sie ist der Brei, ja. Also sie fließt dann so zwischen die Ritzen. Sie ist auch sehr, also sehr gut in ihrer Wortwahl, während ich ja in meiner Wortwahl eher harsch bin, ja. Also ich bin ja schon, mir hat der Herr ja mal gezeigt, du bist wie so eine Wurfschaufel, wisst ihr, ich hau drauf, ja, und dann trennt sich Spreu von Weizen. Und entweder will man das oder man will es halt eben nicht. Aber wenn man es nicht will und man aber für die Wurfschaufel gemacht ist, ja, und nicht für den Brei, dann wird es auch mit dem Brei nicht vorangehen, ja. Also wenn Gott die Menschen schickt, die die Wurfschaufel brauchen, dann ist dann ein Brei zu sein und lieb und freundlich und da lacht der Teufel sich kaputt, ja, weil die Leute nicht überführt werden. Das habe ich auch schon gehabt. Es ist einfach, man kann dann, ich merke, früher im Coaching habe ich das so erklärt, habe ich jetzt gerade auf dem Herzen, wenn du ein Auto hast und du läufst mit einer Rose vorbei und wir haben ja jetzt auch bald Valentinstag. Ich glaube, es ist ja Montag und das Video kommt Valentinstag. Und du läufst mit deiner Rose vorbei, dann gibt es einen leichten Kratzer. Ja, dann kannst du den polieren. Ja, also du kannst dann polieren und dann geht der Kratzer weg und man sieht den nicht mehr. Aber wenn jetzt jemand kommt mit dem Schlüssel und macht, ja, und du hast so einen halben Zentimeter fast Furche, oder mehrere Millimeter Furche in deinem Lack, ja, dann brauchst du ein bisschen härteres Geschütz, ja, dann brauchst du schon etwas, was, ich habe das damals im Coaching eben auch mit der Kraft erklärt, dann brauchst du schon, reicht so ein Läppelchen und so ein bisschen polieren, reicht dann einfach nicht aus, sondern du brauchst dann schon, du musst das schleifen, ja. Das muss dann schon ein bisschen mit mehr Bewegung, mit mehr Power, mit mehr Kraft und damit das eben rausgeholt wird. Und so ist eben das Wort, ja. Das Wort ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Und ich bin eben so eine Wurfschaufel. So, und dann kann man mir halt sagen, Claudia, das sollte so nicht sein und das ist nicht gut und das ist nicht richtig. Doch, Gott wird genau die Leute, die die Wurfschaufel brauchen, die schickt er zu mir. Und dann gibt es die, die können das nicht ertragen und die gehen dann zum Brei und dann passiert weiterhin nichts, weil sie eben nicht bereit sind, ihre Lügen einreißen zu lassen. Sie wollen in der Finsternis bleiben und auch das lesen wir schon im Johannes 1, dass sie eben nicht zum Licht kommen, weil sie eben die Dinge im Finsteren halten wollen. Also auch das habe ich schon überlegt. Also der Satan wettert eben, wenn Lügen eingerissen werden sollen. Also das ist eben auch so ein ganz wichtiger Punkt. So, jetzt gehen wir in das, was ich die Stichpunkte, die ich noch dazu geschrieben habe, und lesen einfach die Bibelstellen dazu.
Das machen wir jetzt zügig. Der Teufel kann in zweierlei Weise aktiv werden. Das Wichtigste, was du wissen musst, dass er ein Lügner ist. Johannes 8, 44. Er will stehlen, verderben und uns schaden. Johannes 10, 10. Er hat niemals etwas Gutes für uns im Sinn. Er hasst uns. Warum? Weil Gott uns liebt. Ja? Lesen wir Johannes 8, 44. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Ja? Dann lesen wir nochmal Johannes 10, 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ja? Genau, dann machen wir weiter. Manche Christen haben Probleme mit Ermahnung. Der Teufel rebelliert in Menschen und sie werden unter Umständen wütend, wenn an den Lügen, die sie glauben, gerüttelt wird. Eine meiner Lieblingsstellen steht in Lukas 4, Verse 28 bis 30. Weil Jesus Wahrheit sprach, wollten sie ihn in den Abhang hinabstürzen. Ja, das ist zum Beispiel im Lumo-Projekt hat da der Herr ganz arg zu mir gesprochen, zu dieser Stelle. Die werde ich, habe ich einfach so bildlich vor meinem inneren Auge. Lukas 4. Verse 28 bis 30, da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten, und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Und jetzt kommt meine Lieblingsstelle aus diesem Part. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Es ist so eine tolle Stelle. Sie wollen ihn da im Film den Abhang hinunterstürzen und er dreht sich auf dem Absatz um und läuft einfach mitten durch sie hindurch. Und keiner wagt es, irgendwie Hand an ihn anzulegen. Aber warum haben sie das gemacht? Weil er die Wahrheit gesprochen hat. Ja, weil quasi er an ihre Lügen gegangen ist. Und die haben an ihren Lügen rütteln lassen, ja, die das zugelassen haben, die sind ja dann auch zur Wahrheit gekommen. Der Humanismus, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt, steht den harten Worten von Jesus in Bezug auf Lügen entgegen. Dort soll möglichst alles harmonisch sein. Ja? Und das ist auch etwas, was ich dann jetzt auch so in diesen frühchristlichen Schriften eben da gesehen habe. Das ist, also wie gesagt, ich habe sie nicht alle gelesen, mag jetzt auch Ausnahmen geben. Also das, wo ich so den Eindruck hatte, das bekomme ich da gezeigt, dass man eben... dass es sich eben auch dann dahin entwickelt hat, gerade in dem evangelischen Bereich und in diesem freikirchlichen Bereich, dass eben der Humanismus dort sich so eingeschlichen hat, dass man gar nicht in Frage stellen darf. Ja? Man darf die Menschen gar nicht aufmerksam machen auf ihren falschen Weg. Ja, ich habe das gemacht, habe ich ja erzählt, in Bezug auf ein Körper-Geist-Seele-Seminar und habe dann eben einem Pastor gesagt, wie sehr muss man Menschen hassen, dass man sowas macht in der Gemeinde. Und dann wurde er, ja, das fand er jetzt nicht gut, dass ich das so sage. Ich hatte das aber genauso auf dem Herzen und ich habe es auch genauso gemeint. Ich habe gesagt, ich jag den Teufel. Und ja, da müsste man gnädig sein, die Gemeinde, die wäre jetzt von Corona gebeutelt. Und dann habe ich gesagt, da muss man sich fragen, warum man gebeutelt ist. Da muss man mal zum Herrn gehen und muss fragen, Herr, warum bin ich hier so gebeutelt? Befinde ich mich vielleicht auf einem falschen Weg? Ja, mal in Frage zu stellen, befinde ich mich vielleicht auf einem falschen Weg? Ist da etwas, was ich nicht sehe, wo ich im Übrigen auch gestern eine gute Sache gehört habe, die große Güte Gottes leitet uns zur Buße. Wisst ihr, zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, du bist so gut, wenn ich hier auf meinem Leben auf einem falschen Weg bin, dann reißt das ein, ja, dann ich will umkehren, weil ich weiß, du hast was Gutes für mich und wenn ich deine große Güte habe, dann habe ich auch kein Problem damit, dass die Lügen des Teufels eingerissen werden. Ja? Nur der Teufel will das nicht.
Der Teufel will nicht, dass Lügen in deinem Leben eingerissen werden, weil dich dies näher zu Gott bringen würde. Er ist der Vater der Lüge und will dich um Segen bestehlen. Johannes 10,10, Johannes 8,32. Die Wahrheit würde dich frei machen oder freisetzen. Das will der Teufel verhindern. Er will dich fernhalten, wo das Samenkorn des Wortes auf deinen Boden fallen und Frucht bringen könnte. Markus 4,15. Lass nicht zu, dass Worte der Wahrheit nicht mehr in dein Leben gesprochen werden. Deshalb heißt es auch, dass wir die Versammlungen nicht verlassen sollen. Hebräer 10, Verse 24 und 25. Wenn Menschen das Wort in der Versammlung, das heißt nicht, dass das eine Gemeinde sein muss, nicht mehr hören, wenden sie sich oft von Gott ab. Prediger 4, Verse 9 bis 12. Das ist nicht gut. Lesen wir. Johannes 10, 10 haben wir schon. Johannes 8, 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und also ich lese mal ab dem Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wisst ihr, da müssen wir halt gucken, was sind das für Wahrheiten, die Jesus gesprochen hat. Und in diesen frühchristlichen Schriften habe ich dann gesehen, dass es da ganz viel darum ging, wie wir uns richtig verhalten. Das ist ja auch gut, das ist ja auch richtig, dass wir eben ein Leben auch ethisch korrekt dann führen, so wie Gott sich das von uns wünscht. Aber Jesus hat auch noch andere Wahrheiten gesprochen und die gehen viel um den Geist und auch um den Glauben und Gott zu glauben und zu vertrauen in vielen Dingen. Markus 4,15. Die am Weg, also das Gleichnis vom Sämann, die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Ja? Deswegen schreibe ich mir viele Dinge auf. Bin ich auch schon, weiß ich noch, habe ich damals ein Video gemacht, warum man die Dinge aufschreibt, habe ich sofort einen Daumen nach unten gekriegt. Das war so ein bisschen, ich will ja nur ihre Notizbücher verkaufen, wisst ihr, diese Notizbücher, die habe ich in erster Linie für mich selbst gemacht, weil ich mich gefreut habe oder weil ich mich darüber freue, in schöne Bücher zu schreiben und weil ich die benutze. Ja, also, und wenn dann jemand da das eben auch haben will, dann ist das schön, ja. Aber ich schreibe mir diese Dinge auf, weil ich aus dem Wort gelernt habe, dass sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt. Ja, und das habe ich schon oft erlebt. Ich habe gerade eine Offenbarung und dann kommt irgendwas, wo irgendjemand wieder meint, wo ihm ein Stock quer steckt, was ich da jetzt wieder gesagt habe und wie schrecklich das ist und hier und da und Claudia, da musst du dich mal prüfen und da und da und da und da. Und dann denke ich drüber nach, denke ich, Moment, ich hatte doch vorhin gerade eine Offenbarung. Wo ist die denn jetzt gerade? Und da muss ich kramen, ja, da muss ich in mein Gehirn stöbern, ja, dann gehe ich manchmal rückwärts, dann gehe ich manchmal an den Platz, an dem ich es gelesen habe, erinnere mich zurück, was habe ich denn, wo war ich denn da gerade und bitte den Herrn, mir die Offenbarung wiederzubringen, ja, also das ist einfach wichtig, gerade persönliche Offenbarungen. Genau. Dann, deshalb sollen wir unsere Versammlungen nicht verlassen. Hebräer 10. Wisst ihr, weil wir dann aufeinander Acht geben. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ja, also das wollen wir tun. Prediger 4, Verse 9 bis 12. Wisst ihr, und manche Salomos Weisheiten läuft ja jetzt gerade, ne? Haben wir ja die Wiederholung und das ist ja so ein bisschen härtere Kost und da fühlten sich auch manche einfach angegriffen in der Werksgerechtigkeit. Ich habe das mal dem Herrn hingelegt. Ich weiß nicht, da muss man vielleicht einfach mal drüber nachdenken.
Also, es ist ja gut, dass wir wissen, wie wir uns gut verhalten. Ja, nur darauf stützen wir nicht unseren Segen und nicht unsere Errettung. Das ist der Punkt. Ja, wir haben nicht den Segen, weil wir ein perfektes Leben führen, sondern wir haben den Segen, weil Jesus den Fluch getragen hat und weil Jesus uns den Weg zu Gott frei gemacht hat. Und wenn wir diese Sachen hören, dann kann man ja auch mal vielleicht in Betracht ziehen, ich habe das im letzten Beitrag, in einem der letzten gesagt, ich weiß nicht mehr wo, dass wenn man es sind die zwei Mittwochsvideos jetzt der nächsten 14 Tage, wenn man sich da irgendwie angegriffen fühlt, kann man ja einfach auch mal sich hinterfragen, hey, wie bin ich denn in diesem Bereich? Laufe ich denn in diesem Bereich so durch die Welt, wie Gott sich das wünscht? Ja, bin ich vielleicht zu Recht überführt und deshalb geht es mir damit gerade nicht so gut? Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja? Es ist ja nicht immer der Teufel, der dann anklagt. Es kann ja auch das Wort sein, das überführt und quasi sagt, weißt du, guck mal, jetzt hast du diesen härteren Beitrag gehört und in deinem Leben wäre schön, du würdest da mal ein verändertes Verhalten an den Tag legen. Mit der Kraft Gottes kannst du das. Ja, das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Also für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Auch wenn ich definitiv auch nicht immer alles 100% hinkriege oder weit von den 100% entfernt. Was mir dann auch gesetzliche Christen quasi vorhalten. Weiterhin wird der Feind probieren, dich dann, wenn du in einer Wahrheit stehst, in Zweifel zu bringen. Warum tut er das? Jesus sagt uns klar, wenn wir um etwas bitten, dürfen wir nicht zweifeln. Wir müssen glauben und vertrauen, dass Gott unser Gebet erhört und uns geben wird, was unser Herz begehrt. Wenn es selbstsüchtig ist, wird Gott es uns nicht geben. Eventuell wird er uns etwas anderes geben, was besser für uns ist. Und das sehen wir dann auch so. Wenn wir aber zweifeln und hin und her gerissen sind, werden wir auch nicht empfangen, weil wir wankelmütig sind. Wir glauben und vertrauen Gott nicht. Lass dich nicht bestehlen. Kämpfe geistlich. Tu das, was in der Waffenrüstung des Geistes steht. Sei Gott untergeordnet. Widerstehe dem Teufel und er wird vor dir fliehen. Gott ruft, was nicht ist, dass es sei. Wisst ihr, es gab auch schon mal den Moment, dass ich zu Geschwistern gesagt habe, pass mal auf, ich glaube, du fällst da gerade von der anderen Seite vom Pferd. Gott hat dir das zwar gezeigt, aber du bist jetzt so sehr in diesem Weltlichen drin, dass du Matthäus 6,33 vergisst. Ja, also das, und dann war das oft auch richtig so. Das war so eine Erinnerung, pass auf. Komm jetzt nicht in diese fleischlichen Begierden. Freu dich darüber, dass Gott dir das schenken will. Halte daran fest, lass dir das nicht stehlen, aber fall jetzt nicht in die Habsucht hinein oder in die Begierde der Welt. Davor warnt uns die Bibel. Nicht, dass wir die Dinge nicht haben dürfen, sondern dass sie uns beherrschen, dass plötzlich das, was wir hier in der Welt haben können durch das Wort Gottes, wichtiger ist als das, was wir bereits bekommen haben, Matthäus 6,33, nämlich die Erlösung, nämlich die Befreiung aus der Finsternis, die Freisetzung, die große Freiheit, ja, die Befreiung von der Schuld und von Sünde, dass wir das ewige Leben haben, dass wir im Himmel mit Christus ewig leben werden, dass er unser Bräutigam ist, der gute Hirte. Wir wissen, wo wir hingehen, in den Himmel und nicht die Hölle. Das ist das Wichtigste. Und das kann dann verloren gehen, ja. Und auch das wird eben der Teufel, der wird da immer probieren. Und da ist es einfach Feintuning. Das klappt mal besser und klappt mal schlechter. Aber eins weiß ich, also ich weiß das. Jesus rennt mir hinterher. Und wenn ich auf einem falschen Weg bin, wird er mich einfangen. Und er wird es mich auch wissen lassen. Und er wird es so machen, dass ich das merke. Und sei es denn, dass ich zum Beispiel vielleicht einfach merke, wenn mir eine Lüge gestohlen werden soll, dass ich anhand meiner Reaktion merke, das kann nicht von Gott sein. Also so wie ich jetzt gerade darauf reagiere, das kann nicht richtig, da kann vielleicht was nicht stimmen. Und dann gehe ich ins Gebet und lasse mich vom Heiligen Geist überführen und komme dann wieder auf den rechten Weg. Lesen wir die Bibelstelle, Jakobus 1, Verse 2 bis 11. Und macht es doch. Guck mal, ihr könnt doch,
Macht doch die, tut euch zusammen mit Geschwistern. Ihr könnt zu zweit das machen, zu dritt, zu fünft, ja. Ich würde es nicht mit zu vielen Menschen machen, weil sonst kann es sein, dass man sich wieder verzettelt. Und ich war selbst in einem Hauskreis, da ist so viel Fleischliches gesprochen worden, dass ich gedacht habe, warum, was soll das jetzt? Ja, das ist, ich komme hierher, weil ich mich mit Gottes Wort beschäftigen will, weil ich Gemeinschaft haben will im Wort, ja. Was anderes ist es, was Gott zum Beispiel uns auch schon als Geschwistern gegeben hat, dass wir ein Freudenfest machen für Jesus. Da kommen wir zusammen und dann kann man grillen und dann kann man Gemeinschaft haben. Das hat auch seine Zeit, aber ich finde das einfach, das passt einfach nicht, wenn man gemeinsam das Wort studieren will. Also ihr könnt es doch nehmen, dann tut euch doch zusammen. Wenn ihr das Arbeitsheft habt, ich lese ja auch alles vor, ihr müsst das Heft nicht haben. Aber wenn ihr es habt, könnt ihr euch Notizen dazu machen, da ist Platz drin. Dann tut euch zusammen, wie ich das mache. Also auch, ich denke, im Jahr 2022 werden wir das auch mal machen, machen wir einen Bibelstudientag, wie es der Herr mir gezeigt hat. Also dann tut ihr euch zusammen, hört euch das Video an, lest die Bibelstellen und dann geht ihr hin, am Ende macht ihr eine Runde. Und sagt quasi, ich mache das immer so, schreibt dir drei Punkte auf, was hat Gott dir heute ganz insbesondere gezeigt für dich persönlich, was hast du gelernt, was ist durchgebrochen, und dann macht ihr eine Runde und jeder erzählt von sich, wie der Herr persönlich zu ihm gesprochen hat. Und dann habt ihr einen Pott, ja, ein Portfolio von Wahrheiten, von Offenbarungen aus eurem kleinen Kreis. Ja, ich habe immer den Eindruck, Gott möchte meinen Dienst so nutzen, dass ich Einzelne stark mache, die dann vielleicht einfach wiederum mit anderen Gemeinschaft haben und wo ihr dann eben diese Dinge macht, in einem effizienten Rahmen, sodass es dann eben auch Frucht bringt. Weil das ist doch das, was wir wollen, dass es Frucht bringt in unserem Leben und nicht, dass wir ja da gesprochen haben über die Probleme der Welt und Corona, jawohl, jetzt ist 2G, wird überall abgeschafft, ja, man darf auch wieder ohne Impfung irgendwo einkaufen gehen oder da und da und da und Verfolgung und alles so schwer und jammern und da und der Teufel. Wisst ihr, das bringt keine Frucht. Das bringt keine Frucht. Ihr gebt dem Teufel die Bühne, er freut sich. Er freut sich. Das wird keine gute Frucht hervorbringen. Also Jakobus 1, Verse 2 bis 11. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Eindeutiger kann das Wort doch gar nicht sein. Jakobus 4,7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen. Nein, das war 1. Petrus. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Ja, widersteht dem Teufel. Wie hat Jesus gekämpft? Es steht geschrieben. Ja, Jesus hat auch nicht gesagt, Gott sagt, auch darüber habe ich, glaube ich, letztens mal gesprochen, vielleicht noch mal eine Wiederholung. Wenn es um mich geht, ja, dann will ich wissen, was hat Gott gesagt, ja, also was, oder was hat er mir persönlich zu sagen. Wenn wir aber kämpfen, sagen wir, es steht geschrieben, ja, das Wort ist die Waffe, ja, das Wort ist die Waffe. 1. Johannes 5, 14 und 15. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Ja, auch ganz eindeutig. 2. Korinther 5, 7. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim beim Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Also wir sind quasi geistlich schon in das Reich Gottes versetzt.
diese geistliche Macht hat Kraft in unserem Leben hier etwas zu bewirken. Das hat Jesus uns auch gezeigt, dass diese geistliche Macht die Möglichkeit hat, hier im Leben etwas zu bewirken. Ja, und so ist es auch mit uns. Wir sind geistig versetzt in das Reich des Sohnes und des Vaters. Von dort her erwarten wir die vollständige Erlösung unseres Leibes. Aber die Kraft Gottes aus der Höhe haben wir hier schon. Und diese Kraft ist in der Lage, in unserem Leben etwas zu tun. Aber wir müssen es auch glauben und vertrauen und zulassen. Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Matthäus 21, 21. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Also, ihr wisst ja, das gilt doch nicht nur für die 12 Jünger. Das gilt doch nicht für die 12 Jünger. Pfingsten, ja, Petrus, wie oft lesen wir, der Heilige Geist ist ausgeschüttet worden auf die Menschen. Petrus hat gesagt, ich glaube, es war Petrus. Wir können ihnen, Gott zeigt doch, oder hat mir gezeigt, als ja die Apostelgeschichte das Gewürm herabkam, er sollte zu Cornelius und er hat gesagt, nein, das esse ich nicht. Und Gott hat gesagt, das, was ich für rein erklärt habe, erkläre du nicht für unrein. Also Gott hat uns hineingeholt in dieses Boot und Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, das ist genau das, was ich hier gesagt habe. Ja, der Teufel will diese Wahrheiten in Zweifel stellen. Und ich glaube, dass eben in dieser frühen Kirche da eben schon auch die Weichen gestellt worden sind in eine ungute Richtung. Matthäus 17, 20. Und man quasi das Christsein reduziert hat auf das gute Verhalten. Meine Stimme schon wieder, merkt ihr das? Das ist nicht so, dass ich einfach ne, das und man das Christsein reduziert hat auf ein gutes Verhalten untereinander. Ja? Kann jeder auch für sich in der Schrift prüfen. Das ist meine Folge aus meinem Studium. Das müsst ihr nicht übernehmen. Matthäus 17, 20. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin, und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Das ist jetzt nicht heute unser Thema. Da geht es nämlich um den Unglauben, ja, dass wir den Unglauben mit Gebet und Fasten austreiben. Warum? Ich mache einfach nur mal einen kurzen Abriss. Das ist nicht heute unser Thema. Aber wenn wir fasten, das heißt, wenn wir physisch merken, dass unser Körper etwas will und wir quasi geistlich da entgegenhalten und quasi das Fleisch in die Schranken weisen, dann werden wir geistlich eben auch stärker und das Fleisch muss sich unterordnen, ja, unter den Geist. Und hier ist es so mit dem Unglaube. Der Unglaube muss weichen, ja, der Unglaube muss unter den Glauben, die Zweifel stehen unter den Füßen des Glaubens, wir glauben nur, ja, das ist ja auch, dann sehen wir, glaube ich, auch, Moment, und zwar, es ist nicht im Matthäus-Evangelium, ich glaube, es ist bei Markus die gleiche Geschichte mit dem mondsüchtigen Jungen. Bei Markus, glaube ich, in dem Evangelium, wo dann quasi der Vater sagt, hilf meinem Unglauben, ja, und Jesus sagt, glaube nur, ja, eliminiere Zweifel und Unglaube, glaube nur.
Und das versucht der Feind immer wieder einzureißen. Johannes 14, 13. Ich schließe ab dem Vers 11. Glaub mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Auch da nochmal, das habe ich jetzt gerade auch nochmal auf dem Herzen. Es wird ja dann gepredigt, zum Beispiel, naja, dann ist es ja Gottes Wille, dass man krank ist und so. Und es wird quasi nicht die Wahrheit verkündet. Aber das Spannende ist, dass solche Prediger sehr inkonsequent sind oder solche Gläubiger in ihren Aussagen, weil wenn sie sagen, na, dann ist es wohl Gottes Wille, dass ich krank bin, dann sollten sie auch nichts unternehmen im Fleischlichen, um diese Krankheit aus der Welt zu schaffen. Wisst ihr, das ist völlig unlogisch. Diese Begründung ist total unlogisch. Es ist einfach eine Verblendung vom Teufel und viele glauben es, weil niemand da ist, der ihnen die Wahrheit spricht. Man hält sie also in ihren Verblendungen. Also es ist doch ganz logisch, wenn ich doch glaube, dass Gott mir diese Krankheit auferlegt hat, dann sollte ich doch bitte auch tunlichst nichts Weltliches, Fleischliches, Menschliches tun, um diese Krankheit aus dem Weg zu räumen. Dann sollte ich auch bitte niemanden bitten, dass er für mich betet. Dann sollte ich auch nicht zu einem Arzt gehen. Da sollte ich auch nicht andere Dinge tun, die mein Leiden irgendwie lindern, weil es ist doch Gottes Wille, dass ich das tue. Also versteht ihr, diese Souveränität Gottes wird in vollkommen falschen Kontext gepredigt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Sie versuchen nur zu entschuldigen, und das ist Stolz. Also sie versuchen nur zu entschuldigen und in ihrer stolzen Haltung zu bleiben, dass diese Heilung bei ihnen gerade sich nicht manifestiert. Das ist eine andere Geschichte. Wir können etwas haben und diese Heilung manifestiert sich nicht. Habe ich auch in meinem Leben, dass ich, also zum Beispiel habe ich an meinem linken Fuß einen Hallux, den habe ich, also den habe ich schon irgendwie seit ich denken kann. Und dann habe ich gebetet, Gott möge das den doch einfach abfallen lassen. Das ist bisher nicht passiert. Aber ich zweifle nicht daran, dass es jetzt an Gott liegt, ja, dass Gott das will, dass ich das habe, weil interessanterweise habe ich im Vergleich zu anderen, die einen Hallux haben, keine Schmerzen. Also ich habe mit diesem Fuß keine Probleme. Es hat mal jemand zu mir gesagt, oh, da hast du schon bestimmt ganz schön Probleme mit dem Fuß beim Laufen. Da sage ich, nö. Gar nicht, ich habe mit dem Fuß keine Probleme. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist dann, ich werde nicht sagen, Gott, dann ist das dein Wille. Das werde ich nicht tun. Ich werde den Fehler bei mir suchen und den Balken in meinem Auge, ja. Ich werde den Balken in meinem Auge suchen und nicht den Splitter im Auge Gottes. Also das ist sehr inkonsequent. Sprüche 3, Verse 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Jeremia 17, Verse 7 und 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Finden wir auch im Psalm 1. Sprüche 16,3. Im Mitgliederbereich bekommt ihr dann auch noch mehr Bibelstellen wie die, die ich jetzt da gesprochen habe, sondern eben auch noch welche über die ich hier in dieser Einheit gesprochen habe. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen.
Psalm 121, 3. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Ich lese mal Vers 2 noch. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Matthäus 6, 26. Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seinen Sorgen, durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Darüber habe ich einen kleinen Audiobeitrag gesprochen. Ich glaube, im Broadcast am Samstag. Da habe ich mal kurz gesprochen über unser vegetatives Nervensystem. Genau, das ist nämlich der Fall, ja. Wenn wir uns sorgen, verkürzen wir unser Leben eher, weil wir unseren Körper da zugrunde richten. Wir sind da nicht auf Gottes Wegen. Dann Psalm 23, den lese ich jetzt nicht. Psalm 37 auch nicht. Epheser 6 auch nicht. Das könnt ihr selber lesen. Ich habe jetzt auch nicht weiter den Eindruck, es gibt noch Matthäus 7, Verse 24 bis 27 und zum Abschluss lesen wir Römer 4, Vers 17. Auch den habe ich in dem Beitrag Broadcast nächste Woche kurz genannt. Da geht es nämlich um Hoffnung. Lesen wir ab dem Vers 16. Darum ist es aus Glaube, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht. Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Ja, also das war der Glaube Abrahams. Und so wollen wir auch lernen und wie Jesus gehen, wie Abraham gehen und von den Glaubenshelden lernen und eben diese Hoffnung, die wir haben, diese Wahrheit, die wir im Leben haben, nicht uns nicht kaputtler machen lassen, auf der anderen Seite uns vom Heiligen Geist die Lügen einreißen lassen, in denen wir noch wandeln und wo wir verblendet sind. Und so kann dann Gottes Kraft sich auch in unserem Leben entfalten. Ich hoffe, dass der Beitrag euch gesegnet hat. Es hat mir viel Freude gemacht heute mit euch. Und vielleicht überlegt ihr das einfach mal, ob ihr nicht einfach guckt, ob der Herr euch Menschen aufs Herz gegeben hat. Ich habe immer den Eindruck, dass ich einzelne Menschen intensiv stärke, die dann eben wieder ja, in einer Gruppe eben mit Menschen ihnen das weitergeben. Und ja, aber es ist einfach schwierig, wenn jemand sich dazu berufen fühlt, der irgendwie sein eigenes Ding durchmachen will, durchziehen will. Also gerade das habe ich die Tage gesehen auf YouTube, auch eine Person, die mir einige Zeit gefolgt ist, wo ich den Eindruck hatte, wow, da ist eine ziemliche Verblendung und das ist ordentlich in diese Richtung weitergegangen. Und diese Person kommt auch, die hört mir auch nicht mehr zu. Und wenn man, und von Anfang an im Dienst war das eine Person, die permanent ihr Ding in meinem Dienst durchsetzen wollte. Also das sollte es nicht sein, ja. Also es sollten dann schon Leute sein, die Gott dazu berufen hat, die auch mit meinen Beiträgen kein Problem haben, mit der Wahrheit kein Problem haben. Und macht es ruhig, ja. Also habt Gemeinschaft mit mir und anderen dann eben. Holt mich einfach dann über die Videos in eure Gemeinschaft dazu. Ich habe so den Eindruck, ich weiß ich nicht. Ich habe im Moment so den Eindruck, ich stehe kurz vor irgendetwas Neuem. Ich gehe jetzt einfach Schritt für Schritt weiter. Ich weiß nicht genau, was es ist oder wie es sein wird. Ich weiß nicht, ob vielleicht doch ein Mann in mein Leben kommt oder ob ich umziehe oder. Also ich habe einfach nur den Eindruck, es bahnt sich etwas an und es wird sich vielleicht noch mal was verändern. Ja, also aber was genau,
Weiß ich nicht. Ich probiere jetzt einfach auch selbst fokussiert zu sein und im Glauben weiterzugehen und an den Dingen festzuhalten, die er mir gezeigt hat und da nicht zu wanken, mich nicht zum Zweifeln zu bringen. Aber ich weiß nicht. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, was ich für Eindrücke habe, weil am Ende stimmen sie nicht. Dafür bin ich da einfach im Gebet noch nicht durch. Ihr könnt ja für mich mitbeten, dass ich weiterhin den Weg gehe, den der Herr für mich vorgesehen hat. Und freue mich auf unsere Gemeinschaft hier immer über ja, die Kamera, über die Videos und die Audios. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit. Shalom.